ein deutsches Märchen. Hans der Tölpel. Oh, Prinzessin, ich reite alle Pferde selbst. Oh, wow, ich bin so begeistert. Und warum sollte so ein Reiterprinz mich heiraten wollen? Nun ja, Sie sind eine Prinzessin. All diese Juwelen, dieser Palast, der Reichtum, den Sie einmal erben werden, nicht wahr? Ich hatte ihn gebeten, das nicht zu sagen. Oh, wie romantisch. Und damit, meine Prinzessin, halte ich um Ihre Hand an, Sie zu heiraten. Nur meine Hand? Heißt das, dass der Rest von mir Single bleiben kann? Auf jeden Fall. Was? Prinzessin, das ist der Teil, in dem Sie Ja sagen. Dies ist der Teil, in dem du meine melodiöse Stimme sagen hörst. Nein! Nein! Wartet noch kurz! Nein! Oh, Hazel, du bist die Tochter des Königs. Du kannst einfach sagen, dass ich deine Tochter bin, Vater. Das ist viel einfacher. Ah, ich bin am Ende meiner Kräfte mit dir. Du musst jemanden heiraten. Du hast dir so viele junge Edelmänner angesehen. Ach, Vater, ich möchte niemanden heiraten, der nur deine Krone heiraten möchte. Ich möchte jemanden heiraten, der mich heiraten möchte. Der mich so mag, wie ich bin. Der mich zum Lachen bringt. Ich bin es leid, deine Regeln zu befolgen. Regeln für die Ehe, zum Ausgehen, zum Reden, zum Sitzen. Ah! Aber so ist das Prinzessinnenleben eben. Das ist nicht alles. Diese edlen Männer, die du hierher bringst, sind alle Angeber. Ich möchte jemanden, der einfach und ehrlich ist. Der so unschuldig ist wie ein Kind. Mit reiner Seele. Und vor allem, der sich nicht schämt, er selbst zu sein. Ich fühle mich hier eingesperrt, Vater. Ich möchte jemanden, der lustig ist und mich zum Tanzen bringt. Oh, dann werde ich einen Clown für dich suchen müssen. Ah, Mr. Duncan, rufen Sie den nächsten Bewerber. Mal sehen. Es tut mir leid, Hoheit, aber das war's schon. Die Prinzessin hat alle edlen Freier getroffen. Was? Wie kann das sein? Nun, das frage ich mich selbst, Hoheit. Immerhin trifft sie die erst seit über einem Monat. Oh, ich mag deinen Humor, Duncan. Gern geschehen, Hoheit. Möchten Sie einen Witz hören? Ich bin ein wirklich lustiger Mann. Was? Oh, nein. Konzentrieren wir uns auf das Hauptproblem. Wen sollen wir jetzt aufrufen, wenn alle edlen Bewerber abgelehnt wurden? Ich fürchte, dann ist die Bewerbung offen für die Bürgerlichen. Oh, meine Güte. Musste es wirklich so weit kommen? Nun ist's gut, Duncan. Dann eben die Bürgerlichen. Allen zur Kunde. Da die Prinzessin alle edlen Bewerber zurückgewiesen hat, ist jetzt die Zeit gekommen, dass die Bürger in den Palast kommen, um sich zu bewerben. Beachten Sie, dass nur die Gebildeten und Gepflegten am Tor eingelassen werden. Morgen wird die Prinzessin ihren Ehemann auswählen. Die nächste Stadt, bitte. Habt ihr das gehört? Das ist ein magischer Moment. Stellt euch den Reichtum vor, den wir haben werden, wenn die Prinzessin einen von euch auswählt. Beide meine Söhne sind von niemandem anders als mir selbst ausgebildet und erzogen worden. Oh, das stimmt, Vater. Gebildet, sagst du? Ich kenne die Regeln der Buchhaltung so gut wie meine Westentasche. Und ich kenne Latein genauso gut wie, jede andere Sprache. Und ich kann auch nähen. Einfühlsam und gut aussehend, wohlgemerkt. Oh, absolut doch. Meine Söhne sehen zweifellos gut aus. Machen wir uns also bereit.
Morgen Abend wird einer von euch ganz sicher der Ehemann der Prinzessin sein. Ui, bring mich zum Mond, William. Vielleicht hat er mich falsch verstanden. Zum Mond, du Dummkopf. Aber das macht auch Spaß. Komm zurück. Oh, meine hübschen Söhne. Geht und bringt mir eine Prinzessin. Ja, Vater. Komm schon, Erik. Mein Anzug. Oh, dafür werde ich dir eine Lektion erteilen, William. Oh, wohin wollen meine Brüder? Etwas Besonderes? Schön, dass du es bemerkt hast. Ich sehe doch aus, als hätte ich mich für etwas Besonderes angezogen, nicht wahr? Haha, nein. Ich fragte, weil dein Haar lustig aussieht. Hau bloß ab. Du ruinierst meinen Anzug. Wir kommen zu spät zum Palast. Oh-oh. Warum zum Palast? Erzähl schon. Jack, lass uns gehen. Wir wollen nicht, dass du uns diesen Tag verdirbst. Nein, erst erzähl's mir. Mach schon. Ich bin doch dein Bruder, oder nicht? Herrgottszeiten, ja, das bist du. Deshalb musst du jetzt zurückstecken und deine Brüder ziehen lassen, das Herz der Prinzessin zu gewinnen. Sie wählt heute ihren Ehemann. Steig jetzt ab. Puh, lass uns aufbrechen, Erik. Leb wohl, meine Söhne. Och, Vater, bitte lass mich auch gehen. Bitte, bitte. Wohin? Das Herz der Prinzessin zu gewinnen. Lass mich gewinnen. Lass mich gewinnen. Das ist eine Metapher, du Idiot. Du musst nicht wirklich ihr Herz gewinnen. Sie muss dich doch wählen. Aber sie wird. Und sagst du nicht immer, dass ich eine Frau finden soll? Ja, aber eine, die passt. Bitte, Vater, lass es mich versuchen. Na gut, steh einfach auf und geh. Also, Hans, meinst du, ich sollte gleich mit dem Nähen beginnen, wenn ich den Palast betrete? Nein, Bruder, das ist deine Trumpfkarte. Zeig nicht gleich am Anfang alle deine Tricks. Fang besser mit der Buchhaltung an. Das wird sie gleich von den Socken hauen. Yeehaw! Hallo, Brüder! Oh, eine Frucht. Genau das, was ich brauche. Oh, wie ich sehe, hast du gelernt, wie man sich selbst das Abendessen zubereitet. Gut für dich. Oh, du bist so witzig. Oh, nein. Das ist für meine zukünftige Frau, die Prinzessin. Was? Was? Du reitest auch zum Palast? Oh, ja, natürlich. Das ist doch die Prinzessin. Oder etwa nicht? Und das willst du ihr schenken? Eine verfaulte Frucht? Nun, es ist unhöflich, mit leeren Händen zum Palast zu kommen. Richtig. Und eine faule Frucht wäre ein schönes Geschenk. Du machst das großartig. Komm schon, Bruder. Wir wollen nicht zu spät kommen. Brüder, schaut mal, was ich gefunden habe. Ah, bitte lass es sein Hirn sein. Einen Schuh? Was um alles in der Welt wirst du damit machen? Naja, man weiß ja nicht. Ich könnte ihn für irgendwas brauchen. Oh ja, die Prinzessin könnte doch einen alten, zerrissenen Schuh brauchen. Was ist, wenn sie ihren brandneuen, teuren verliert? Hast du das gehört, William? Daran hatte ich nicht gedacht. Er ist so schlau. Aber warte nur, ich werde noch mehr suchen. Brüder, schaut, was ich habe. Oh, nicht schon wieder. Oh, nicht schon wieder. Schau. Bäh, tu dieses ekelhafte Zeug von mir weg. Schlamm. Schlamm? Was stimmt nicht mit dir? Naja, man weiß es nicht. Ich könnte es irgendwann brauchen. Lass uns einfach gehen, Bruder, bevor uns jemand mit ihm sieht. Oh, ihr wollt ein Rennen. Yeehaw! Oh mein Gott, schau dir das an. Wartet. Was? Ich bin gebildet. Deine Schuhe sind schmutzig. Verschwinde, der Nächste.
Ah, la 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 la. Großartig. Nun, sag mir, warum denkst du, dass du für diese Ehe geeignet bist? Ich bin ein Mann und du bist eine Frau. Oh, Gott sei Dank hast du es klargestellt. Ich dachte schon, mir ein Bart wachsen zu lassen. Nun, ist das alles? Du würdest auch nicht den Reichtum wollen, oder? Oh, aber was ist ein König ohne Reichtum? Ich meine, dein Vater wird eines Tages sterben, oder? Was? Verschwinde sofort! Oh nein! Vater, möchtest du nicht wissen, was ich denke? Ja, natürlich. Was denkst du über ihn? Nein! Nein, was? Nein, muss das denn sein? Jeder, der abgelehnt wird, wird in den Fluss geworfen. Als nächstes kommt Meister Hans Hemingway. Neben vielen anderen Talenten ist er kundig in Latein. Ganz toll. Kannst du mir ein Gedicht auf Latein vorsingen? Nun, ich bin kein Lateingelehrter wie Meister Hans hier. Aber ich nehme an, dass das kein Latein ist, oder? Senor, Kannst du irgendeine Sprache sprechen? Buba, blub, blub, Oh, Bobobble, wie romantisch. Wache! Nächster! Nein, nein. Ego moin brakas ihre Arte Mingo. Was hat er gesagt? War das ein Gedicht? Prinzessin, er hat gesagt, er wird sich in die Hose machen. Wirf ihn sofort raus. Nein, 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 meine Haare, mein Anzug, nein. Ach, mir ist langweilig. Kann ich spazieren gehen? Nein, Liebling. Es kommen noch so viele. Nächster. Als nächstes kommt Meister Erik Hemingway. Er ist der Bruder von Meister Hans Hemingway und kenntnisreich in den Regeln der Buchhaltung. Die Regeln. Die Buchhaltungsregeln. Es ist wichtig, die Bücher exakt zu führen. Was? Bah! Mir ist schon langweilig. Nächster! Nein, wartet, ich kann nicht schwimmen, aber ich kann nähen. Lasst mich nähen! Gib mir wenigstens einen Schwimmring. Das ist Mord. Oh, halt die Klappe. Das Wasser ist nicht tief genug zum Ertrinken. Oh, warte. William, du dumme Ziege. Ui. Oh, hallo, Bruder. Was tust du hier? Solltest du denn jetzt nicht... Jack, hilf mir. Was ist denn da los? Wachen! Fangt sie! Oh, tut mir leid, Bruder. Ich muss los. Warte, Jack. Nein! Wachen! Fangt sie! Wachen! Nein! Wer bist du? Oh, hallo. Ich bin Jack. Du trägst so ein schönes Kleid. Wer hat dieses Stück entworfen? Würdest du gerne tanzen, meine Dame? Oh! Absolut. Oh, ich habe so viel Spaß. Das ist großartig. Gott gütiger, wer bist du? Verschwinde sofort aus meinem Palast. Nein, warte, Vater. Ich will etwas sagen. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Ich werde ihn heiraten. Ja, nein. Du bist schön, aber ich bin hier, um die Prinzessin zu finden. Es tut mir sehr leid. Sieh dich um. Was glaubst du, wer ich bin? Oh, du bist die Prinzessin. Ich habe mich in die Prinzessin verliebt. Das ist unglaublich. Ja, das ist ganz unglaublich. Ach, ich werde das bereuen. Nun. Minister, bereite sofort die Hochzeit vor. Meine Tochter hat endlich ihren Ehemann gewählt. Siehst du das, Hans? Das ist ganz unglaublich. Das ist gar nicht unglaublich, mein Bruder. Wir dachten immer, dass Jack ein Trottel ist. Aber ist er das nicht?
Er ist vielleicht ein Trottel für uns. Das heißt aber nicht, dass er ein Trottel für jeden ist. Jeder sieht uns auf andere Weise. Das nennt man Perzeption, Bruder. Jack schämte sich nie, er selbst zu sein. Tatsächlich mochte er sich selbst. So sollten wir es alle machen, sage ich dir. Wenn wir uns lieben, lernen wir endlich zu leben. Ja, lass uns raus aus dem Wasser. Ich werde mich sonst erkälten.